die europäische Firmenzentrale von Unilever in der Hamburger Hafen City. Seit seiner Eröffnung im September 2009 wurde die Architektur von Benisch-Architekten vielfach ausgezeichnet. Zum Beispiel als bestes Bürogebäude der Welt. Das Erdgeschoss ist rund um die Uhr der Allgemeinheit zugänglich. Darüber entfaltet sich die Hauptzentrale von Unilever als Stadt im Kleinen. Wege, Plätze und Treppen machen das Atrium zum Ort der Kommunikation. Durch das Atriumdach und die transparente Hülle erhält jeder Arbeitsplatz bestmögliche Tageslichtqualität. Neueste LED-Technik spart bis zu 70% der Energiekosten im Vergleich zur herkömmlichen Halogenbeleuchtung. Über ein Grundwassersystem wird die Bauteilaktivierung gespeist, die das Gebäude kühlt. Für seine ressourcenschonende und nachhaltige Bauweise erhielt das Gebäude unter anderem das Hafen City Umweltabzeichen in Gold. Nachhaltige Bauweise bedeutet auch den Einsatz langlebiger Baustoffe. Sichere Detailplanung gehört ebenso dazu. Die prominente Lage an der Elbe hat nicht nur Vorteile. Hier ist die Luft durch die großen Schiffe besonders belastet. Dazu kommt eine hohe Beanspruchung der Gebäudehülle durch Wind und Niederschläge. Beim Unilever-Haus sind deshalb alle Dächer mit Polymerbitumenbahnen abgedichtet. Sie halten nicht nur extremen Temperaturschwankungen stand, sondern sind auch extrem unempfindlich gegen mechanische Belastungen und perforationssicher gegen Hagel oder andere Einwirkungen von außen. Damit ließ sich die komplizierte Geometrie des Daches ebenso einfach bewältigen wie alle Anschlüsse an Attika, Atriumdach und an die Lichtkuppeln. Letztere sind als RWA-Anlage ausgeführt. Die An- und Abschlüsse der Dachabdichtungen sind der Norm entsprechend bis zu ihrem oberen Ende wasserdicht ausgeführt. Dazu beträgt bei der vorhandenen Dachneigung bis zu 5 Grad die Anschlusshöhe der Dachrandabschlüsse mindestens 10 cm. Um die Dachbahnen im Bereich der genutzten Dachflächen in den Anschlussbereichen vor mechanischen Beschädigungen zu schützen, wurden sie hier hinter Verblendungen verborgen. Planung und Ausführung der Detailausbildungen fanden in enger Abstimmung mit den Anwendungstechnikern der Herstellerfirma statt. Der verwendete Dachaufbau aus Bitumenvoranstrich, Dampfsperre und EPS-Gefälledämmung, abgedichtet mit einer Kalt-Selbstklebebahn aus Elastomerbitumen und darüber einer wurzelfest ausgerüsteten Schweißbahn aus Elastomerbitumen, erlaubt alle Belagsarten wie Kies, Gehweg oder Gründach. Gründächer reduzieren auch die Aufheizung massiver Bauteile und mindern damit die Kühllast im Gebäude. Das Dach des Unilever-Hauses leistet damit nicht nur einen wertvollen Beitrag zur Zufriedenheit der Mitarbeiter, sondern auch für die Energiebilanz des Gebäudes und das Mikroklima der Stadt.